Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir sind hier in der Aurora, wir haben uns ein bisschen gestärkt und jetzt wird es Zeit, dass wir ein bisschen was lesen, und zwar über die Seemotte. Da beginnen wir mal. Die Seemotte ist ein Ein-Personen-Tauchboot. Hatten wir das nicht schon? Nein, das war das andere, das war dieser Zyklop, Entschuldigung. Die Seemotte ist ein Ein-Personen-Tauchboot mit einer unabhängigen, austauschbaren Energiezelle im hinteren Schacht und vollständig anpassbar. Energieeffiziente multidirektionale Düsen ermöglichen gleich gute Einsätze sowohl in Meeres- als auch in Weltraumumgebungen. Das ist ja mega cool. Die meisten Langstreckenschiffe haben mindestens zwei Fahrzeuge dieser Baureihe an Bord, um die Erkundung und Erschließung von kleinen Himmelskörpern zu ermöglichen. Sie können aber auch mit der normalen mobilen Fahrzeugstation hergestellt werden. Leistungstaten: Höchstgeschwindigkeit 13 Meter pro Sekunde, Beschleunigung 5 Meter pro, was heißt S2? Quadratsekunde? Keine Ahnung. Reichweite pro Energiezelle 10 Kilometer, Zerstörungstiefe 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Ach so, dann zerdrückt sie sozusagen, ne? Wie so ein Töschen. Erweiterungsmodul Schächte 4, Maße 3 x 1,5 x 1 Meter, Person 1. Seemotten können durch den Einbau von Erweiterungsmodulen, deren Fach sich auf dem Backbordflügel befindet, modifiziert werden. Diese beinhalten vergrößerter Frachtraum, mega cool, erhöhte Energieeffizienz, Druck- und Kollisionsausgleich, das ist natürlich sehr gut, können wir normalerweise noch tiefer tauchen, soweit ich mich ein bisschen in dieser U-Boot-Geschichte auskennen, Tauchboot-Geschichte auskennen, ich hoffe, ich bin da richtig, erweiterter Sonar, das ist auch nicht schlecht, und Verteidigungsmöglichkeiten, das ist perfekt. Anmerkung, diese Module können nur in einem Tauchdock mit Fahrzeugerweiterungskonsole hergestellt werden. Da brauchen wir jetzt dieses größere Boot dafür, ne? Dieser Zyklop, ne? Das war doch dieses Tauchboot mit Tauchtock, glaube ich. Die Seemotte. Sie kommt überall hin, außer an Land. Ja. Dann Betriebsprotokolle. VR-Raumaufzeichnungen. Spieler 1 wurde von einer ungewöhnlichen hohen Flut weggespült. Spieler 2 hat Spieler 3 eine Kokosnuss für 10 Krediteinheiten verkauft. Was? Spieler 3 hat eine Kokosnuss gepflanzt. Spieler werden verhungern. Werden hungrig. So. Spieler hat einen Kokosnussbaum gezüchtet. Spieler 3 hat eine Kokosnuss gegessen. Spieler 3 ist nicht mehr hungrig. Spieler 3 hat Spieler 2 eine Kokosnuss für 30 Krediteinheiten verkauft. Spieler 2 hat eine Kokosnuss gegessen, ist aber immer noch hungrig. Spieler 3 hat mit Spieler 2 eine Kokosnuss im Austausch für den Aufbau eines Zeltes gehandelt. Spieler 3 schläft in seinem Zelt. Spieler 2 friert. Die Nacht bricht herein. Ein vorbeifahrendes Schiff bietet einen Handel an. Spieler 2 hat eine Muskete für 30 Krediteinheiten gekauft. Spieler 3 wurde im Schlaf zweimal in den Kopf geschossen. Spieler 2 gewinnt. Spieler 2 ist an Kälte und Hunger gestorben. Wie kann er jetzt an Kälte und Hunger sterben, wenn er jetzt eigentlich einen Kokospalme hat und ein Zelt? Außerdem hat er gewonnen und jetzt stirbt er. Da komme ich nicht ganz mit. Egal. Das ist wahrscheinlich höheres Denken. Nichts für mich. Aasfresser und Parasiten. Blutleer. Ein einfacher parasitärer Organismus, kaum komplexer als die gemeine Raumzecke, aber genauso widerwärtig. Erstens, dehnbarer Sack. Lecker. Dient zum Sammeln und Verdauen des Blutes, das an Wirtstieren gesaugt wird, also wir. Kiefer, Zahnreihen und Mundwerkzeuge dienen dazu, sich an der Haut seiner Opfer festzuhalten. Drittens, Verhalten. Die geringe Geschwindigkeit und
rudimentären Verteidigungsmöglichkeiten der Blutler sind ein Hinweis darauf, dass sie sich in erster Linie zu Aasfressern entwickelt haben. Aber sie neigen auch dazu, größere lebende Tiere zu befallen, die mit geringerer Wahrscheinlichkeit diesen Parasiten bemerken und gegen ihn vorgehen. Das heißt, wir sind dumm. Okay. Beurteilung: lästig und unhygienisch, meiden oder außer Gefecht setzen. Das heißt, wir brauchen jetzt wahrscheinlich nicht spezifisch diese eine Waffe. Ich hoffe, dass unser Messerchen dann auch reicht, weil ich möchte gerne weiter erkunden. So. Hunger und Durst. Hups, Hunger und Durst. Halt! Ich hänge schon wieder irgendwo fest. Bleibst du da? So. Hunger und Durst nagen an uns, wollte ich sagen. So. Und ich ziehe gleich mal unser Messerchen. Wo bist denn du, grausliches Mistviech? Komm her, ich hau dich weg. Au. Ja, mit dem Messer kann man das Viech recht gut abwehren. So. Immer feste drauf. Aha, das ist er wieder. Also so richtig gut geht das nicht. Bis dahin? Aushalten tut auch recht viel, kann das sein? Erleben tut das Viech schon noch, oder? Dreckiges Mistviech. So. Da drüben waren wir schon. Jetzt will ich hier gern weiter. Was bist du jetzt eigentlich? Da wäre auch wieder was zum Scannen, ne? Ah, das ist wieder ein Blutler. Oh, ich habe was anderes. Ist der radioaktiv verseucht? Ich habe nichts mehr zum Heilen eigentlich. Ich sollte besser auf mich aufpassen. Wenn ich Glück habe, ist hier drinnen ein Medikit. Nein, eine olle Batterie. Wie das mit der versiegelten Tür geht, weiß ich auch nicht. Wie man die zum Aufschneiden... Ach so, da brauchen wir dieses Laser-Blabla. Ach so. Krebsdock, verflucht, da muss ich hin und Umkleideraum. Ja, da müssen wir irgendwann mal dieses Laser-Blabla da zusammenschustern. Dann können wir hier weiter. So. Ich möchte hier mal aus dem Wasser raus. Sustained internal damage during collision. Do not attempt repair without appropriate qualifications. Keine Reparatur ohne passende Qualifikation. Dann soll ich das besser gar nicht erst machen. Au. So, da noch ein bisschen. So. Feuer gelöscht. Okay. Aha, hier geht's auch runter. Okay. Ich möchte mal schauen, ob wir eine Möglichkeit hätten, es zu reparieren. Aha. Was? Ich habe nicht gelesen. Ah, da muss ich das mitnehmen. Zyklop-Maschinen-Effizienzmodul. Aha. Da unten sind wieder diese ekelhaften Viecher. Und ich bin eh schon leck. Ha. Antriebskern-Hüllenbruch. Antriebskern-Hüllenbruch. Der Antriebskern der Aurora wird von einer dicken Ummantelung aus Metall geschützt, die kurz nach dem Aufschlag an viele Stellen gebrochen ist. Dadurch tritt weiterhin Strahlung in die umgebende Umwelt aus, bis die Brüche versiegelt sind. Danach wird die Strahlung in der Umwelt mit der Zeit abnehmen. Diese Prozedur sollte nur mit ausreichend Strahlenschutz und einem vollständig geladenen Reparaturwerkzeug in Angriff genommen werden. Es ist nicht vollständig geladen, unser Reparaturwerkzeug. Aber wir haben eine Batterie. Das heißt, wir können eventuell mit ein bisschen Glück das hinferkeln. Das ist nur die Frage. Ich habe noch Energie. Jetzt ist die Frage, ob ich das trotzdem machen kann. Leck im Basissegment repariert. Verbleibende Lecks 10. Jo, Gott sei Dank.
Bist du auch in Leck? Na, repariere tatsächlich. Wir haben Batterien, also theoretisch mit ein bisschen Glück müssten wir das gut reparieren können. 9 sind noch übrig, okay. Das ist sowieso einfach nur hin. Da geht auch nichts mehr, glaube ich. Gut. So, mit ein bisschen Pech werde ich hier noch elendlich verrecken. So. Ja. Das habe ich schon befürchtet gehabt. Das können wir da getrost wegschmeißen. So. Ich wollte hier einfach nur mal das Feuer löschen. Dass ich hier ungehindert weitergehen kann. So. Wahrscheinlich gibt es auch Unterwasserschwarzen, weil da hinten blubbelt, wie man sieht. Aber mein Leben ist sehr, hängt an einem sehr dünnen Faden. Wenn ich jetzt verrecke, wäre das wieder unschön. Da uns jetzt hoffentlich nicht die Zeit im Nacken sitzt, werde ich einen Rückzieher machen. Und werde mit ausreichend Medikits hier wieder ankommen. Ich hoffe nur, ich überlebe das jetzt. Ich brauche Licht. So. Wir sind echt, ich bin echt am Arsch. Es wäre jetzt wirklich schön, wenn ich das noch schaffen könnte, hier lebend rauszukommen. Ohne, dass mich diese... Wow, ich bleib hängen. Diese Blutler da... Ja, würdest du jetzt hüpfen, du Idiot? Mann, ey. Ja, verreck noch. Boah, ist der doof. So, muss ich mal sagen. So. Hier löschen wir auch mal das Feuer. Brennt's immer noch? Ja, leer. Dann können wir den auch getrost wegschmeißen. So. Da hinten ist eh nichts mehr für uns von Wert, ne? Das heißt, ich kann jetzt wieder getrost die Taschenlampe benutzen. Und werde jetzt einfach hier mal abhauen. Und werde dann zu späterer Stunde hier wieder auftauchen. So. Jetzt wissen wir eh, wo wir lang müssen. Ich will jetzt einfach nur nach Hause. Und das, was wir hier gefunden haben, in Sicherheit bringen. Alter, da leckt's. Hör jetzt mal aufhören mit dem Lecken. Da fällt mir gerade ein, ich müsste hier nochmal kurz hin, ne? Ich bin hier ja kläglich verreckt. Da müssten normalerweise noch die Batterien liegen. Oder auch nicht. Verliert mir nicht ein Teil seiner Sachen? Schaut nicht aus, ne? Nee, nee. Passt schon. Okay. Dann schleichen wir uns wieder. Dumm, 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 dumm. Hier ist wieder ein Feuerlöscher, der, glaube ich, leer ist. Sind hier drüben auch noch weiter? Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich nicht. So, wenn ich von hier ins Wasser falle, bin ich tot wahrscheinlich, ne? Aber ich muss es riskieren. Wow! Na, ist gut gegangen. So, ganz schnell denn unser Werkzeug raus. Es leckt ein bisschen viel. So, wo ist er denn? Da. Und zurück nach Hause. Passt, mit ein bisschen Glück überleben wir das Ganze jetzt. Dann werde ich auf der Stelle dieses Modul hier mal sichern. Und da muss ich grübeln. Was haben wir jetzt eigentlich gebraucht? Wir brauchen nochmal ein bisschen Proviant. Wir brauchen optimalerweise dieses Laser-Blabla, aber das kann ich, glaube ich, noch nicht herstellen. Wir brauchen dieses... Diese Seemotte wäre halt cool, wenn wir sie fertig kriegen, aber da fehlt mir noch ein Rezept quasi. Also ein Teil dazu. Rezept ist falsch. Ein Teil zum Glück. Weil wir haben nur 2 von 3, bilde ich mir jetzt ein. Ja, aber mal zurück. Medikit reinschmeißen und dann geht es uns schon wieder besser.
Dann werden wir noch schauen, dass wir wieder ein bisschen Wasser kriegen, ein bisschen Essen kriegen. So. Ja. Auf jeden Fall viele Medikits mitnehmen. Ich werde auch welche bauen gehen jetzt dann. Ich werde dann diese Pflanze hier farmen. Jo. Das wird schon. So. Gott sei Dank haben wir das Teil hier schon gebaut. Das ist echt geholfen. So. Das Blöde ist, dass hier schon wieder sehr viele von diesen Viechern sind. Das ist nicht gut. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Ich wollte jetzt gerade nach Möglichkeit was einsammeln. Hat aber nicht so gut hingehauen. So, schnell rauf hier. So, safe. Passt. Hä? Was ist denn da weg? Also Feuerlöscher, ne? Genau, passt schon. Alles gut. Puh, ich habe mich gerade erschrocken. Okay, nein, da bin ich falsch. Hier, das müsste fertig sein. Genau, das wollte ich haben. Sofortigst aktivieren. Dann natürlich essen und trinken. Mehr trinken. Essen und noch mehr essen. Jawohl, noch mehr trinken. Salz habe ich jetzt hier gar nichts mehr, ne? Nein. So, das zu dem, das passt schon mal. Inzwischen wird ein Medikit neu fabriziert. 5% erst, jawohl. Ich brauche Salz. Einmal, zweimal. Dafür darf er das hier mal behalten. Und ich würde sagen, die Batterien behalten wir auch. Und den Titanbarren, den darf er auch mal behalten. So, gut. Ich vergesse fix wieder was. Ja, natürlich meine Korallen. Das werde ich mir nie mehr merken. Nie mehr, keine Chance. So, also Korallis. Zweimal. Passt. Dann haben wir wieder genügend Wasser. Wo ist sie denn? Oh, mir, bin blind. So, zack. So. So. Also, wir bauen wieder Chlor. Einmal und ein zweites Mal. Und machen daraus gleich wieder schönes, herrliches, frisches Gewässer. So, einmal. Und ein zweites Mal. Jetzt haben wir wieder 4 Stück davon. Ups. Jawohl, 4 Stück davon. Ein bisschen was zum Knuspern haben wir noch. Das passt auch hervorragend. Gut. So. Fein. Medikits wollte ich jetzt basteln gehen. Das heißt, für die... Aufzeichnung gibt es auch noch so viele. Abschirmung, Antriebskern. Genau, das hatten wir schon. Antriebshüllenbruch, genau. Und hier, dass wir halt auch noch was bauen können. Das war eh das Flutlicht, das passt eh. Leitern und so weiter. Ja, ja, bla bla. Jo. Switchy, switch, switch. Da. Benzol. Was ist denn das? Polyanilid. Verstehst? Ob man das schon so ohne weiteres herstellen kann? Nö, ne? Braucht man ja auch. Muss man auch wissen, wie. So, na fein. Toleranzbereich, jawohl. Und hier war noch irgendwo ein Einträgelchen. Fortgeschrittene Theorien. Exemplar der das Symptome einer Infektion. Dieser Organismus zeigt Anzeichen einer unbekannten bakteriellen Infektion. Leuchtend grüne Blasen bilden ein Netzwerk um identifizierte Stellen herum. Die Pathologie weist auf ein Bakterium hin, das das Wasser überträgt, das durch Wasser übertragen wird und das in der Lage ist, durch Haut und
Atemorgane in den Körper vorzudringen. Na großartig, dann haben wir das ja auch, oder? Grundlegende Hinweise auf genetische Mutation und aggressives Verhalten. Das Bakterium selbst ist anders als alles, was bisher in der menschlichen Forschung aufgezeichnet wurde. Warnung, Ansteckung möglich. Meiden, Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Hoi. Yes. Perfekt. Was will man mehr? Ich gehe ins Wasser. Blansch, blansch. Ich brauche. Da drüben schon mal. Haufenweise Pflanzen. Wir haben noch Platz, oder? Im Inventar, ja. Zwei müssten sich ausgehen. Ein drittes geht sie nicht mehr aus, aber zwei schon mal. Das ist schon gut. Zwei Pflanzen für uns. Ich hoffe, ich kann das hier fangen. Fischi? Habe ich ihn gefangen? Nicht, oder? Habe ich ihn gefangen? Nö. Doch? Nein? Nein. So. Also, Pflanze. Einmal, zweimal. Wir hatten nicht Platz. Einmal, zweimal. Und drei solche Sachen können wir noch nehmen. Das wäre halt echt cool, wenn wir Salz anfinden. Ich glaube, da haben wir sogar tatsächlich schon eines. Bingo! Weil daraus können wir wieder köstlich leckeres, erfrischendes Wasser machen. Wäre auch schön, wenn wir noch zwei Salz anfinden würden. Das wäre ganz famos. Das ist schon unsere Rettungskapsel. Weit sind wir, ja, natürlich ist es unsere Rettungskapsel. Ich denke mir gerade, hey cool, vor unserer Nase liegt Salz. Gibt es Salz? Und ich trottel. Ja, schwimm ständig dran vorbei und nehme es nicht mit. Mache ich nochmal eine kleine Runde. Vielleicht finde ich noch ein Salzstückchen an. Ich brauche mal zwischendurch ein bisschen Luft. So, mal kurz auftauchen. Dann nochmal kurz hier in dem Gebiet ein kleines Ehrenründchen schmeißen und drehen. Und dann werden wir gleich Stöffchen basteln. Ich werde vielleicht auch hier den Fisch noch versuchen zu fangen. Oder dich. Zack. Jawohl. Das hört sich immer so an wie so ein Wal, ne? Oder so ein Riesendelfin. Aber eher Wal. So ein Walgesang, ne? So, dann kann ich auch eigentlich gleich wieder ein Korallenstückchen hier mitnehmen. So, dann können wir auch gleich das Wasser machen. Und jetzt schauen wir mal, wie es um unser Medikit bestellt ist. Da. So, ich möchte diese Fasern hier haben. Da geht sich eins aus. Ich weiß jetzt nur nicht, ob dafür schon... Werkzeug ist falsch. Ausrüstung? Ja. Okay, zwei von diesen Dingen ergibt ein Medikit. Das ist schon mal gut. Nahrung. Können wir den mal kochen. Ansonsten hier noch Wasser. Was ich jetzt aber, glaube ich... Eins. Zwei gehen sie noch aus. Was ich jetzt da... nicht unbedingt herstellen möchte, weil... Eins trinke ich mal. Wegen Platz und so, ne? Können wir auch mal was essen. So, dann hätten jetzt wieder eins, zwei Platz. Passt. Das Medikit hier ist bald fertig. So, weil Medikits brauche ich auf alle Fälle. Jetzt gehen wir nochmal auf die Pirsch und holen uns nochmal so eine Fetzen. So eine Pflanzenteile. Fischi, Fischi, Fisch. Das hört sich schon ein bisschen an wie ein Delfin, ne? So. Tja, tja. So. Einmal, zweimal. Und wieder zurück. Das ist jetzt nicht sehr spannend, ja? Wir könnten auch... Na, ich will jetzt auch nicht unser Maschinchen hier benutzen. Weil ich sowieso ein bisschen mir umschauen möchte wegen Salz. Aber derweil scheint so, als wenn eh nichts wäre. So. Und noch ein Medikit. Blanch. So. So, bauen. Bitte da.
Und hier. So. Jetzt müsste man eigentlich noch eines bauen. Einmal zweimal Platz. Weil ich brauche ja eigentlich für mich selber schon eines. Bin ja auch schon sehr angeschlagen. Und dann müssen wir auch wieder auf alle Fälle Essen farmen für uns. Ne, für die lange Reise. Der ist bald fertig. Und ja, dann könnte man wieder die Aurora erkunden im nächsten Part. So, ich schwimme nochmal schnell. Schnell unter Anführungszeichen. Um nochmal. Na, Nanü. Das will ich haben. So, passt. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt wäre noch schön. Ist das ein Salz? Ich glaube, das ist ein Salz. Yes! Perfekt. Und das im Dunkeln, wenn du denkst, ne? Ich glaube, ich hau ab. Oh ja, ich hau ab. Tschüssi! Nix hier weg. So. Schnell weg. Ich will ja nicht sterben. So, schnell rein da. So. Gut. Dann basteln wir jetzt noch schnell das eine Medikit. Alter Schwede. So. So und so und so. Dann können wir eins schon verwenden. Und dann müsste normalerweise von unserem Herstellungsblabla müsste eines fertig sein. Und dann müssten wir eigentlich wieder so ziemlich topfit sein. So, perfekt. So, kannst du Essen kochen? Nur trinken eigentlich, ne? Deine Mama hat das gleich. Mama hat das gleich. So, und wenn es wieder hell ist, beziehungsweise wenn wir Glück haben, kann ich jetzt eh schon ein bisschen Fischis farmen. Ich habe nämlich Angst, dass hier diese ekelhaften Viecher sind, ne? Die uns dann umblingen. So. Dann versuche ich mal mein Glück, ne? Hier hätten wir ein Blasenfischlein. Perfekt. Hier hätten wir sowas. Komm her. Ui, jawohl. Wie viel Platz habe ich noch? Oh, genug. Na, sag einmal. Herr Bumerang. Hä? Jetzt habe ich mich gerade täuschen lassen. Ich dachte, da schwimmt gerade irgendein ganz unheimlich gruseliges Viech. Kann ich dich nicht fangen? Na, der geht nicht. Okay. Den darf ich nicht essen. Vielleicht geht so ein Glubschi sich aus. Oder der Blasenfisch von mir aus. Danke. So, zum Essen möchte ich halt auf jeden Fall schon ein bisschen was haben. Ich meine, die zwei Sachen sättigen auch ordentlichst, ne? Und wenn ich jetzt hier noch drei habe, plus das Wasser, müsste reichen, oder? Müsste reichen. Ui! Nix hier weg. Und rein. Hui! So. Geht ja. Weg damit. So. Wir machen jetzt noch schnell Happa Happa. Ja. So, so. Und so. Gut, mehr ist glaube ich eh nicht, ne? Nein. Ah, wir hätten sogar noch Salz. Puh, wie viel Platz habe ich denn jetzt noch? Genug. Da könnte man tatsächlich ein bisschen wahnsinnig sein. Ich werde wahnsinnig sein. Ich werde noch ganz schnell einmal so ein Röhrchen Koralli holen. Na komm. Weil nahrungsmitteltechnisch müsste das echt passen. Aber Wasser ist halt immer so eine Sache. So, jetzt machen wir noch einmal das hier. Dann ist der Part eh zu Ende.
Und im nächsten Part schauen wir uns nochmal die Aurora an. Wie immer halt. So. Irgendwann werden wir das schon hinkriegen. Ach ja, warte, wollte ich nicht noch... Was brauchte ich denn noch hierfür? Titan, ja, das könnte ich auch noch farmen. Ein paar Feuerlöscher noch basteln. Wir hätten, glaube ich, Platz. Ja. Das könnte ich auch noch machen. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!